bitten den Abgeordneten Matthias Fischbach von der FDP-Fraktion. Bitte schön, Herr Fischbach. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich muss schon auch an die CSU vorweg mal die Frage richten, wovor haben Sie eigentlich bei diesem Gesetzentwurf Angst? Warum können Sie da nicht zustimmen? Sind es die Bürger? Ist es die Kontrolle des Staates, die dieser Gesetzentwurf intendiert? Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Es geht ja, Sie argumentieren mit dem Bayerischen Datenschutzgesetz, es gibt jetzt inzwischen einen Anspruch, aber der muss eben, das haben wir ja heute ausführlich diskutiert, mit einem berechtigten Interesse erst einmal begründet werden. Wir wollen das hier, das Verhältnis von Staat und Bürgern vom Kopf auf die Füße stellen. Wir setzen einen Anspruch der Bürgerinnen und Bürger in Bayern als grundsätzlich gegeben voraus, weil die Bürgerinnen und Bürger die Steuern zahlen, weil die Bürgerinnen und Bürger das staatliche Handeln kontrollieren wollen und weil wir einen Staat auf Augenhöhe haben möchten. Und deswegen setzen wir uns hier für ein Informationsfreiheitsgesetz ein. Und es ist eben schon eine Hürde. Zum einen natürlich erstmal juristisch für einen Laien dann zu wissen, darf ich denn jetzt überhaupt Fragen stellen? Was ist denn das berechtigte Interesse? Für einen Juristen natürlich nicht, da ist das klar, aber dennoch ist es eine Problematik. Und dann kommt hinzu, man muss dieses Interesse natürlich auch erstmal begründen. Wollen wir denn wirklich, dass jeder Bürger ausführlich in einem kleinen Aufsatz begründet, warum er jetzt ein Interesse daran hat, das staatliche Handeln zu kontrollieren? Ich will es nicht, ich will eine aktive Bürgerschaft haben, ich will eine aktive Bürgergesellschaft haben, die die Demokratie in unserem Land lebt. Und deswegen ist es grundsätzlich richtig, hier dieses Gesetz, die Gesetzeslage vom Kopf auf die Füße zu stellen. Und da kann man nicht mit einzelnen Kostenargumenten kommen, da kann man nicht mit Aufwandsargumenten kommen, da kann man nicht mit kleinlichen Diskussionen hier kommen. Man könnte es noch ein bisschen stärker machen. Ja, da können wir gerne in der zweiten Lesung bzw. auch in den Ausschüssen darüber reden. Aber lassen Sie uns hier ein starkes Signal senden. Ein moderner Staat, der braucht ein starkes Bürgerrecht. Lassen Sie uns dafür kämpfen, dass Bayern wieder eine stärkere Demokratie wird, dass die Menschen hier spüren, dass sie ernst genommen werden. Dafür setzen wir uns ein. Und ich darf noch kurz zu den Freien Wählern, um die Zwischenbemerkung, lieber Herr Mehring, vorwegzunehmen, ausführen. Ja, ja, sehr absehbar. Da vorwegnehmen, ja, die FDP hat damals in der Regierung gesagt, wir können da nicht zustimmen aus Koalitionsräson. Ja, der Herr Fischer hat sich dann trotzdem noch ermutigt gefühlt, das klarzustellen, warum wir das machen und auch, war auch so ehrlich und offen. Aber dann müssen wir auch mal sehen, was haben die Freien Wähler damals gemacht. Ihr jetziger Fraktionsvorsitzender Streibel hat damals gesagt, schwarz ist nur die Nacht, man muss sehen, wohin man geht und aufpassen, dass man nicht ins Stolpern kommt und sich von einem Mahlstrom der CSU vereinnahmen lässt. Wenn Sie das damals kritisiert haben, haben Sie jetzt die Chance, es besser zu machen, lieber Herr Kollege Mehring, liebe Fraktion der Freien Wähler. Und ich bin gespannt, wie Sie hier abstimmen, ob es bei Ihnen auch einige gibt, die Ihrem Herzen folgen oder ob Sie sich nur an die Koalitionsräson binden. Von den Freien Wählern, von Ihrem eigentlichen Namenssinne her, hätte ich eigentlich die Erwartung, dass hier auch viele aus dem Herzen mitstimmen. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich bei Herrn Abgeordneten Matthias Fischbach von der FDP und darf aufrufen den fraktionslosen Abgeordneten Herrn Raimund Swoboda. Bitte schön, Herr Kollege Swoboda. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr